Viktor Skripnik ist ein guter Trainer, der unserer Philosophie folgt, junge Spieler weiterzuentwickeln. Er hat uns in den vergangenen 12 Monaten enorm geholfen. Aktuell befinden wir uns in einer eher schwierigen Phase, dennoch stehen wir komplett hinter ihm. Wir spielen in einer sehr ausgeglichenen Liga mit vielen Teams auf Augenhöhe. Ich bin mir sicher, dass wir nach den schwachen Spielen wieder erfolgreich sein werden. Schalke, Dortmund und Bayern sind die drei großen Clubs der Bundesliga. Aber auch Wolfsburg und Leverkusen haben sehr gute finanzielle Möglichkeiten. Daher denke ich, dass es für uns sehr unrealistisch ist, in die Champions League zurückzukehren. Aber mit einer guten Saison könnten wir es vielleicht in die Europa League schaffen. Es ist schön, dass Claudio Pizarro zurück in Bremen ist. Er arbeitet derzeit hart, um zu alter Stärke zurückzufinden und ist besonders für die jungen Spieler sehr, sehr wichtig. Zudem hat er uns gegen Hoffenheim mit seiner Vorarbeit zum Sieg verholfen. Von daher ist es gut, ihn hier zu haben. Ob er länger als ein Jahr bleiben wird, müssen wir mal abwarten. Da spielt auch sein Alter eine Rolle.